Nein, es spricht sehr viel dafür, dass wir wirklich in naher Zukunft zu Öffnungen übergehen können. Natürlich, wir sehen, dass die Situation auf den Intensivstationen stabil ist. Der Anstieg auf Normalstationen scheint sich abzuflachen. Und insbesondere in den jüngeren Altersgruppen fallen ja diese Inzidenzen deutlich ab. Es gäbe auch Gründe, ein bisschen vorsichtig zu sein. Das ist, dass wir mit Deutschland ja zusammen das Schlusslicht in Europa sind, was der Schutz der über 60-Jährigen anbetrifft. Wir haben 15% der vulnerablen Gruppen, die nicht geimpft sind. In diesen Gruppen sieht man noch einen leichten Anstieg, zumindest noch keinen deutlichen Abfall der Zahlen, muss man einfach sagen. Das würde mich jetzt etwas zur Vorsicht neigen lassen. Und in Deutschland ist es so, die nur niedrigere Inzidenzen haben, zum Teil vielleicht auch, weil die nicht so ein tolles Testsystem haben wie wir, aber sie haben niedrigere Inzidenzen und eine ähnliche Impfquote bei den Alten, die öffnen am 20. März. Ich weiß immer nicht, warum die Politik sich so auf Termine schon gezwungen sieht, festzulegen. Man hätte doch auch sagen können, aber davon verstehe ich zu wenig von der Politik. Oder vielleicht müssen auch gewisse Leute wissen, wann und wie, damit sie planen können. Das verstehe ich auch wieder. Aber wenn man gesagt hätte, wenn die Inzidenzen unter 800 oder sind, dann fallen die Maßnahmen. Das wäre zumindest von der medizinisch-virologischen Sicht einleuchtender. Aber wie gesagt, ich sehe auch, dass Gaststätten und so weiter eine gewisse Planungssicherheit brauchen, das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite ist es für mich jetzt so, wenn Inzidenzen dann am 5. März nicht unter 800 sind, und ich bin jetzt gern noch ins Restaurant gegangen, gehe ich dann nicht, wenn nicht mal kontrolliert bin, bis die Inzidenzen niedriger sind. Das sage ich auch ganz offen. Genau, also ich hoffe, dass auch Omikron und weitere Varianten saisonal sind, wie die bisherigen Viren, und dass wir dann spätestens ab April die Zahlen auch ohne große Maßnahmen sich zum Sommer hin normalisieren oder fallen. Aber wir müssen natürlich bis Herbst müssen wir diese Impflücke bei den vulnerablen Gruppen geschlossen haben. Sonst haben wir da wieder den Ärger im Herbst, dass wenn eine Variante kommt, die nicht ganz so harmlos ist, dass wir dann doch Probleme in den Krankenhäusern kriegen. Also ob wir nun das ganze Volk durchimpfen müssen, das ist nun eine andere Frage. Aber die vulnerablen Gruppen über 60-Jährige, da müssen wir einfach noch mal weit über 95% drüber. Und die, die jetzt sich mit Omikron infiziert haben, in diesen Gruppen, die sind nicht im Herbst gefeit, wenn sie nicht vorher eine Impfung hatten. Wir müssen diese Impflücke schließen. Ob da vielleicht flankierend zur Impfpflicht noch aktive Maßnahmen für die Älteren Mitmenschen angedacht werden könnten, gezielt sie einladen zu Terminen, zu Beratungsgesprächen, gezielt, wie gesagt, wirklich mit festen Terminen und so, wie man es in anderen europäischen Ländern gemacht hat, um zumindest diese Immunitätslücke in den vulnerablen Gruppen zu schließen. Dann kann man auch sagen, okay, durch die anderen Gruppen kann man es dann, wer eben unbedingt sich nicht impfen lassen wird, durchrauschen lassen. Das wird unser Gesundheitssystem schon vertragen. Aber die über 60-Jährigen wäre aus meiner Sicht unheimlich wichtig, dass wir da bis zum Herbst besser werden. Das Beste ist, wenn wir wirklich eine breite Immunität durch Impfung haben, auf die wir dann ganz entspannt neue Varianten drüber laufen lassen können. Dann wird es keine schweren Verläufe geben. Die Leute sind so weit in der Regel geschützt, dass sie nicht auf Intensiv landen. Es ist dann halt wie so eine Erkältungswelle. Und damit baut sich dann nach und nach wirklich eine breite Immunität gegen verschiedene Varianten der Bevölkerung auf. Und die, die nicht gute Immunantworten aufbauen, die können sich ja dann im Herbst immer noch boostern lassen mit einer weiteren Impfung. Und so könnte man es schaffen, wirklich einen guten Immunstatus zu kriegen. Aber das Erste, was wir machen müssen, ist in den vulnerablen Gruppen diese Immunitätslücke dringend zu schließen bis zum Herbst. Das sollte die erste Priorität sein. Also ich denke, für das nächste halbe Jahr bin ich oder nächsten 9 Monate bin ich ganz beruhigt. Ich denke, die Welle wird jetzt abflachen. Wir werden einen Sommer haben. Für den Herbst kann ich nur sagen, wissen wir nicht, was kommt. Aber wir müssen auf jeden Fall mit einer Welle rechnen. Wie hoch die ist und wie bedrohlich die ist, das wissen wir nicht. Was beruhigend ist, dass wir eigentlich von Welle zu Welle immer mehr gesehen haben, dass der Anteil der Hospitalisierung immer geringer geworden ist. Das heißt, das ist eigentlich ein positiver Ausblick. Aber wir sollten deswegen jetzt nicht in Tiefschlaf verfallen, sondern weiter noch überlegen, was können wir noch optimieren, damit wir im Herbst wirklich eine Welle haben, die wir, sagen wir mal, entspannt reiten können und auf der wir uns nicht stressen lassen müssen.